probier jetzt mal und nimm Flamio. Wieso vertraust du mir? Ich hab davor Robber. Ich nehme jetzt Bautz oder Flamio. Dann nehme ich jetzt Bautz. Heißt du Iska? Downy, es geht dir nicht immer nur um dich. Ach so, ich dachte, ich hätte das gesagt. Nee. Der wievielte Versuch ist das jetzt? Der zu vielte. Der zu vielte. Okay, Flamio, bitte. Okay. Oh mein Gott. Also das Problem oh ist... Oh mein Gott! Okay, das klingt erstmal, sieht erstmal sehr gut aus. Das einzige Problem, was sein könnte, ist, dass manchmal die Mega-Entwicklungen buggy sind. Ich glaube, ich darf jetzt nicht mehr abspeichern und muss jetzt mit States arbeiten, sonst wird das wieder non-mega. Oh, aber ja, das ist... das ist ein interessantes erstes Pärchen, würde ich sagen. Du darfst ruhig den Namen wenden. Okay. Also wir haben das Pärchen Megabanette und Genesect am Start. Das ist auf jeden Fall wild. Also Genesect sieht man auch nicht so häufig. Nee. Und ich sag mal so, ich freue mich schon auf das Feuertotem, welches dich wegballern wird. Nee, ich sehe auch jetzt gleich schon. Prinzipiell hast du mit Glutrag, das einfach ein Glutrig. Ja, Feuer ist ein bisschen schwierig, aber dann brauchst du ein zweites Mon, dann geht's. Drasetis ist es übrigens. Und hallo im Übrigen an Tobi und Sushman, ich hoffe, ich gute Drasetis ist wieder da. Mhm. Hast du es richtig geschrieben? Hast du es nochmal da? Glaube schon. Drasetis. Vielleicht überlebst du länger dieses Mal. Kann gut sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, was Megabanette so von selber lernt. Aber Megabanette actually auch mit TMs könnte wild sein. Wünsche ich viel Spaß, Zero. Wir haben... Oh mein Gott! Sogar ein frohes Wesen. Ich habe Abschlag und Nachtnebel drauf, ja. Ich muss mir Sonderbonbons geben. Das könnte jetzt schon das Megabanette kaputt machen. Oh nee. Ich hoffe nicht. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Minus Speed plus Verteidigung. Oh mein Gott, ich habe Metallklau schon. Also sag ich erstmal nicht nein zu. Schauen wir mal. Ja, das ist sehr gut. Hast du nur Metallklaue drauf? Metallklaue, Ruckzuckhieb und Magnetflug. Wobei, warte mal, willst du mir deinen Code einmal rübergeben? Für den Cheat? Ja, weil vielleicht geht das dann damit. Hat Megabanette nicht 160 Attacky potenziell? Meine sind nur für Ultramond. Das Problem hatte ich letztes Mal auch. Ich hasse mein Leben. Okay, dann müssen wir doch suchen. Oh, jetzt muss ich wieder da... Während du das machst, kann ich vielleicht schon mal den Code suchen. Dann kannst du finden. Jawohl, fürs nächste Mal ist gut. Nee, es wird kein nächstes Mal geben. Da werde ich mich aber dieses Mal wirklich vehement. Dann mach direkt auch deine GP hoch, wenn du schon da bist. Das ist eine wirklich unfassbar schlaue Idee. Wow. Ich gebe mir jetzt auch einfach mal ein paar Super Potions, weil dann müssen wir nicht für jede gottverschissene Heilung zurücklaufen. Und wir nutzen eh keine Tränke im Kampf, also juckt sowieso keine Sau. Eben, das sag ich mir auch mal bei jeder Items. BP einmal schön hoch. Kann man irgendwo... Nee. Ich dachte, man könnte vielleicht einstellen, dass man nicht nochmal auf so einem Festival scheißen muss. Das wäre auch Premium gewesen. Oh mein aber. Gott, Zornklinge. Ja, ist auch nice. Okay. Ich bin mit Tribal Gordon um die Ecke gekommen und ich bin eigentlich nicht ganz zufrieden. Oh nein. Ja, ich glaube, jetzt ist nämlich schon das Problem, dass es nicht mehr Megabanette ist. Oh. Und ich kann nichts dagegen machen. Kannst du es nicht Pika hexen und dann es dauerhaft zum Mega machen? Ging es das nicht? Ist zwar da drin, aber wenn ich doch, das spiele... Doch, es gibt einen Cheatcode für dauerhaft Mega, warte. Den habe ich letztens gesehen. Oh mein Gott, ob ich den so schnell finde. Weil das ist nämlich das Problem gewesen, das weiß ich nämlich noch, dass das sich nie halten konnte. Also außer man macht es halt über States. Aber die habe ich halt nicht. Ah, ich hab's gefunden. Prinzipiell habe ich es eingestellt. Hier. Du wirst doch mal auf die Shadow-Auswahl zurückgehen müssen. Danach geht das aber nicht mehr weg, denke ich. Hier, den Code. Das ist Perma-Mega. Warte mal. Mach mal kurz deinen Bildschirm weg. Ich glaube, das ist vielleicht besser. Ja, du bist halt zurück zur Shadow-Auswahl. Der muss einmal Mega gewesen sein. Du kannst ihn halt jetzt schlecht megern. Das ist richtig. Aber ich glaube... Oh, habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, vielleicht. Hier steht es schon ganz Spaß für Spaß, wie du so schön sagst.
So. Oh, ich bin schon. Das ist schon der Rivalenkampf. Oh, ich bleib mir mal so stehen. Elite-Trainer Scarlet. Gucken wir mal, hatte ich gespeichert. Ich bin mir sehr sicher, ich habe nicht gespeichert, bin ich ehrlich. Boah, ich bin so ein geiler Haudegen. Ich habe gespeichert. Ich habe nach dem Megabanett gespeichert. Ich kann natürlich. Das macht aber Sinn für die Rare Candies. Ja. Den solltest du packen? Ja, mal gucken. Ich probiere es mal nochmal, aber ansonsten spiele ich halt mit einem normalen Bennett, meine Fresse. Ja, ich glaube, ich kann den nicht mehr retten. Du musst einmal den Run neu starten und dann neue Starter wählen. Ah ja, stimmt. Ich kann einfach das... Ja, stimmt. Oh mein Gott. Oh, und nochmal alles von vorne. Nochmal alles von vorne. Gott sei Dank den Anfang nochmal sehen. Was wär's denn auch gewesen, wenn man den nicht nochmal sieht? Ja, Gott sei Dank. Oh. Das Maximum Overdrive und rein da! Hallo Elenio, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag passieren. Ich meine, lieber jetzt als später. Ich bin ehrlich, lieber jetzt als später. Richtig, genau das nämlich. Oh mein, sonst wäre das... Guck mal, wie mein Rival schon lächelt mit seinem Primal-God. Ja, keine Ahnung. Sonst wäre das nur ganz unangenehm gewesen. Yeah, guck mal, wir sehen zum 3 Millionsten Mal, wie Lily dieses scheiß Eve of Paradise-Ding Kacker hochrennt. Das war maximal unangenehm mit Kopfhörern. Ja, man auch mal jedes Feuer-Pokémon zu nennen, welches ich nicht sehen möchte. Man muss auch mal einfach die unangenehmen Dinge appreciaten, damit man die angenehmen Dinge mehr appreciaten kann. Denk drüber nach. Ein bisschen rumschreien. Ja, ich sag mal, solange wir so circa wieder bis zum Wassertotem kommen, bin ich einigermaßen zufrieden. Dieses Soling wird nie enden, sag sowas nicht. Warum tust du mir das an? Ich eigentlich nicht. Aber warte, muss ich mir jetzt nochmal Rare Candies gleich geben? Ich muss mir wahrscheinlich nochmal Rare Candies gleich geben. Ich hab die Seite noch offen, da kann man mal eben gucken, ob ich hier die... Du kannst ja mal gucken, also es wäre jetzt nicht so dramatisch. Ich hab's gefunden. Oh mein Gott, das ist der Kunde. Macher. Ich hab's gefunden. Weil ich kann ja hier eh speichern. Oh ne, so. Warte mal, das ist falsch. Da, das hier ist der richtige. Speicher trotzdem mal kurz. Das hier ist der nächste. Kopfhörer sind noch auf Musiklautstärke fürs Gym. Ja gut, das ist eher, das ist unvorteilhaft, ja. Und der ist für alle Medizin-Items. Das ist korrekt. So. Dann hauen du musst wir den Select mal abdrücken, um den zu aktivieren. Ach du Scheiße, muss ich ja herausfinden, was bei mir Select und Up ist. Also D-Pad Up und dann Select. So, gucken wir mal. Ah, hat funktioniert, geil. Oh, jetzt haben wir ja 3 Millionen Mal Fähigkeit-Kapsel auch schon. Ja, du musst halt, also du hast immer 950, das heißt, wenn wir einen finden, haben wir halt 951. Ich hau einfach mal die Fähigkeit-Kapseln. Ach, kann ich die nicht im Müll werfen, was? Kannst du verkaufen, aber das ist mir mach sie mal in die Mehrzwecktasche. Ich nehme mal die Items, die ich brauche, in die Mehrzwecktasche. Ach so, oder so, ja gut, das ist natürlich noch schlauer. Immer wer kennt die, ist ein Tränke- und Hyperheiler. So, zurücklegen. Ach, warte mal, ich hoffe, es passt. Ah, jetzt kann ich deinen Bildschirm auch wieder anmachen. Nee, das ist schon richtig. Ich wollte halt jetzt nicht unbedingt den Dings übertragen. Das war so das Ding. Es gibt noch doch einen Mülleimer. Da könnt ihr dann das wegschmeißen. Wo ist der? So, ich sag mal, das Wichtigste haben wir jetzt umgelegt. Sache ist, sobald wir einmal aus Versehen wieder diese Kombo drücken, was wir machen müssen für den GP-Cheat, dann... du musst ja gleich... Ach, du hättest mal warten sollen. Du musst gleich nochmal D-Pad abdrücken und sowas für die Mega, sobald du das hast. Im Kampf. What? Sobald du im Kampf bist mit deinem Mega-Pokémon, musst du noch einmal D-Pad up und Select drücken, damit das so bleibt. Das aktiviert okay. Das. Aber, hä? Dann habe ich ja... Naja, aber dann habe ich trotzdem irgendwie alles richtig gemacht, oder nicht? Deine Items werden resettet im Inventar, AK. Die gehen wieder aus der Mehrzwecktasche in dein normales Inventar. Weil ach so, wird. Ja, meine Fresse. Das ist glaube ich... Big Time Loss in diesem Speedrun! Das ist in Ordnung. Hey, Megabanett, LOL! LOL! Pärchen! Ja, jetzt wird es wahrscheinlich kein frohes Wesen haben. Aber ist okay. Gibt Schlimmeres, oh. Bin ich ehrlich.
Vielleicht, wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Und hallo, Mr. Herrmann und Tiffany, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr einen schönen Tag. Hallo. Hallo. Bei uns im Haus ist eine Rattenplage. What the hell? Fuck. What is... What? Wow, jetzt habe ich ein Minus Attack plus Bedeffwesen. Ja, mega. Das wäre auch klar, mal... Alter. Wäre auch mal lang... Wäre ansonsten auch einfach zu langweilig. Ja, sehe ich halt auch so. So, und im Kampf muss ich das machen, ne? Ja, einmal jetzt drücken. Gut, dann müsste das eigentlich passen. Ich habe es jetzt einmal nochmal gedrückt, einmal um auf ganz Nummer sicher zu gehen. Simsalanides beginnt mal wieder so, okay. Sehr schön. Ja, nachdem mein Rival jetzt eine halbe Stunde gewartet hat, kann er kaum darauf warten. Er muss ja auch mal ein Päuschen machen. Ganz kleines Päuschen. Gerade die Reise begonnen. Wo sind denn meine Sonderbonbons? Ein Bonbon. Die packe ich mal in die Mehrzwecktasche. So. Okay, und jetzt bin ich auch gepreppt. Wahnsinn. Wahnsinn! Wir können anfangen und das nach gefühlt einer Viertelstunde. Ja, losgehen! Was heißt der Vultenso? Mega Vultenso! Ja, stark. Ich sag, wäre auch ein gut. Wäre auch nice gewesen. So, das ist schon mal nicht so gut. Dieses Souling wird wirklich, glaube ich, einfach niemals in unserem ganzen Leben enden. Die wird okay, jetzt einfach. Ich hoffe, der hat jetzt so Tackle. Lol, bei mir hat er ein normales Vultenso. Stark. Ich mach so wenig Schaden, das finde ich gar nicht so gut. Ich habe ihn. Elitrainer Skala wurde besiegt. Gute Starter-Pokémon. Ja. Warte auf unseren ersten 5 Encounter. Dann sagst du es nicht mehr. Das ist absolut richtig. Dann ist Ende. I mean, es kann. Ach Gott. Es kann schon einigermaßen vernünftiger Kram bei rumkommen, aber wir halten es für eher unwahrscheinlich. Ich sag mal, die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Spiel in den meisten Fällen uns jetzt nicht so positiv gesonnen ist. Boah, Hopspross habe ich jetzt auch schon 3 Millionen Mal aber auch gesehen, ne? Ja, ah, ein Alola Geodude, der wäre cool. Aber ja, der wäre echt cool. Wäre jetzt auch nicht so Premium, bin ich. Boah, also auf meiner ersten Route gibt es schon mal tendenziell erstmal nur Müll. Naja, wie geht's euch denn allen so? Wie war euer Einstieg in die Woche? Seid ihr bereit, wieder 4 Tage durchzubuckeln? Oder jawohl. Manche 4 Tage durchbuckeln, der Rest 4 Tage verteilt buckeln. Ich warte wieder auf Zwierlicht, das ist nett von dir, Sypo. Zwierlicht bekommen wir gefühlt auch immer, das stimmt schon. Zumindest einer von uns. Ich sag, mein Montag war actually okay. Wie gesagt, der ging einigermaßen fix rum, das ist eine gute Sache. Aber irgendwie, es ist so viel noch in der Arbeit irgendwie zu tun und man macht irgendwie durchgehend was, aber irgendwie kommt man trotzdem nicht voran und ach, das ist alles nervig. Ich habe heute angefangen, an einem Video wieder zu arbeiten und ich habe um einiges weniger geschafft, als ich gerne geschafft hätte. Ey, das ist halt wirklich, das ist aber gefühlt immer so. Und ich hasse alles daran. Ich weiß nicht warum. Stimmt, man unterschätzt es auch schnell, wie lange manche Segmente einfach dauern zu machen. Ja, das ist absolut richtig. Egal in welchem Bereich. Was ist Comedy-Goldgräber? Das ist einfach nur der Discord-Server-Name. Der gute Discord-Server. Ja, yeah, ja. Yeah. Bis auf, dass ich jetzt immer genau darauf aufpassen muss, dass alles fest verschlossen ist, war alles gut. Ja, aber ich sag, so eine Rattenplage ist jetzt auch nicht, also... Aber das ist der einzige Vorteil im 4. Stock, das wird dir ziemlich sicher nicht im 4. Stock passieren. Und wenn doch, dann crazy Ratten. Das Einzige, was wir mal Ratten haben... Also, wir hatten mal... Also, wir haben einen Keller. Und dann haben wir in einem Waschraum so einen kleinen Brunnen, in Anführungsstrichen. Und direkt darüber ist das Fenster, wo eventuell Ratten reinkommen könnten. Und wenn da welche reinkommen, nehmen wir diesen Brunnen rein. Das sieht so dumm aus. Das ist so ja, Dumbatz. Und hallo Jesse, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hallo. Hat der eine bestimmte Betäubung? Nö, was soll der? So heißt er einfach nur der Discord-Server, ey. Sollen der für ein Dings haben? Ja, Finn hat echt so einen Roman als Leben. Ja. Downy, erzähl doch mal, was für eine tiefere Bedeutung hat dieser Discord-Name? Das muss doch was heißen. Comedy steht tatsächlich dafür, dass wir witzig sind. Also ich. Oh. Weil ich habe einige Leute auf dem Server, da würde ich erstmal sagen, nee. Also eine Gräbe, also Mehrzahl. Ja, ja.
Und Goldgräber bedeutet, ich mag gerne Geld. Das ist die tiefere Bedeutung dahinter. Damn. Das ist eine gute Bedeutung. Ja, wie zum Beispiel Content Creator, nö. Ich weiß, um ehrlich zu sein, noch gar nicht, worauf du gerade hinaus willst. War heute wieder in der Schule, nachdem ich letzte Woche 3 Tage wegen der Weisheitsszene nicht gehen konnte. Mir wurde komplett an die Wange geschlagen. Ich habe noch Schmerzen, aber sonst war der Tag recht gut. Die Weisheitsszene sind so eine Scheißerfindung. Wer auch immer die sich in der Evolution ausgedacht hat, bann den. Geiler Montag. Ich habe einen Mankey. Actually finde ich das gut, weil der ist gut gegen Dark Types. Ja, mein Mankey hat letztes Mal nicht so lange überlebt. Ja, aber ist ja jetzt auch mein Mankey. Der schafft das. Okay, ich habe ein... I mean, den kannst du zumindest direkt entwickeln mit Freundschaft. Ach man. Ich versuch's irgendwie schön zu reden. Ja, läuft nicht so. Hol dir doch ein Epitaph, dann wäre der auch actually cool. Das ist das Schlimme. So, eigentlich jetzt denkst du ja einfach immer nur, boah, ist der kacke. Der ist noch nicht cool gewesen. Der war es einfach nicht. Oder ist es bisher noch nicht? Okay, wer möchte Klink, Blim und Mankey sein? Oh, actually, es ist ein Affe, es ist Mimsu. Okay. Mimsu. Na, das ist schnell gelöscht. Ist das Ching? Das Will ich jetzt die Freundschaft hochmachen, wir müssen noch ewig lange rennen, dass das Ding sich... Ey, das Quapsel wäre so 3 Millionen Mal besser gewesen. Adamantorb! Ja, dann hoffen wir mal auf die Jäger, Ich liebe Quapsel oder Quaputzi seit Relic Red. Das ist so scheiße stark. Das lernt Jet Punch, das lernt Chasing Strikes, das hat alles. Alles! Alles, alles. Ja? Einfach auch alles. Alles. Das hat die Hälfte der Runde alleine alles gemacht. Ja, fühlt man. Und Klinge kann daneben gehen? Das ist 100 Accuracy. Ja, Jerry war unter anderem mit dem unlustige Leute gemeint. Durchaus, ja. Das ist schon... Gibt aber auch allgemein andere Leute, die auch, wo ich mir manchmal einen Kopf fasse. Aber wir respektieren... Oh, ich habe nicht mal die Firehand auf Mankey. Oh, nee. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe Munterkeit, juhu, ich kann nicht einschlafen. Ich wollte gerade mit anderen Pokémon kämpfen, dann habe ich gesehen, das hat keiner Tank. Oh mein Gott. Noch nie so lange gebraucht, glaube ich, einen Fluffluff zu besiegen. Eieieiei. Naja. Okay, gib mir eine Mega-Stelle. Solange ich nicht runterfalle, ist okay. Ich glaube, so viele Witze hast du noch nicht gerissen, um ehrlich zu sein. Ich habe ein Rätsel für euch beide. Mhm. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich das Rätsel wissen will. Unglaublich schlecht in sowas on Stream. Ja, ich bin auch allgemein einfach schlecht in Rätseln. Also, wenn ich meinen Kopf drum rappe, dann geht sowas meistens, aber on Stream geht das halt einfach nicht. Da sind zu viele Inputquellen, dass das einfach nicht funktioniert. Das ist richtig, Mister, das ist richtig. Oh, komm mal raus. Vielleicht habe ich einmal Glück und hab's schon gehört. Du kannst es vortragen, ob wir es lösen, ist eine andere Geschichte. Will ich einfach mal behaupten. Das steht auf einem anderen Stern. Oder in einem anderen? Haben wir jetzt noch einen Kampf? Ja, okay. Jetzt kommt der Kampf gegen Ravan wieder, ne? Ja. Neumulch! Ist der, war der ja, ist besser als Altmulch. Oh mein Gott, wäre das so viel besser gewesen. Vor allem mit Bedroher. Also ich habe prinzipiell echt Bock zu streamen, ne? Aber jetzt zum 3 Millionsten Mal zu sehen, wie ich auf diese dumme Plattform von Hala gehe, ne? Weil du machst das auf der ersten Insel ja sowieso schon gefühlte 3-4 Mal. Und das macht jetzt alles nur noch schlimmer. Das ist der Wahnsinn. Okay, der hat erstmal... Komm, ja, ich töte gerade alles einfach mit Abschlag. Oh, jetzt habe ich einen Kletton abgeschlagen, stark. Und box mich die ganze Zeit selber. Awesome. Ich merke gerade, wenn die irgendeinen Feuer-Pokémon haben, bin ich ziemlich am Arsch. Okay. Ich sag mal, das ist erstmal ein guter Start.
Will ich jetzt einfach mal behaupten. Warum da möchte ich mich noch nicht beschweren. Hast du Klingklim nicht entwickelt? Oder hast du es entwickelt? Nee, noch nicht, aber... Jetzt hat eh noch keine Attacken. Und ich kann es eh noch nicht benutzen. Aber ich habe noch nicht... Hat der nicht Psywelle drauf? Ja, Wickel. Oh. Ja, okay, ich verstehe das Problem. Man kauft mich zum Essen, aber man isst mich nicht. Was bin ich? Eine Gabel. Ja, Gabel, Messer, Löffel. Teller. Da gibt es viele Antworten, in my opinion. Ja. Ich könnte auch im Endeffekt würde auch Glas passen, weil zum Essen will ich ja auch was zum Trinken haben. Kommt jetzt drauf an, wie dehnbar das Wort Essen in dem Moment ist. Das ist ein schlechtes Rätsel. Grundsätzlich irgendwas zu trinken könnte es sein. Es gibt zu viele Antworten. Ja. Und ich meine, dann könnten jetzt auch aufzählen, etwas. Wasser, Wein, Apfelschorle. Also von dem her. Haben wir gelöst. Mehrfach sogar. Ja, mehrfach. Multiple Antworten haben wir gegönnt. Gabel war richtig, ja, aber das ist ja dumm, weil Löffel ist genauso richtig, Teller ist richtig. Hä? Das ist ja so ein Bockmist von einem Rätsel, hä? Also war einfach, gebe ich dir recht, aber es war auch ein schlechtes Rätsel, weil eigentlich sollte ein Rätsel eine Antwortmöglichkeit haben, nicht mehrere. Vor allem so viele auch gleich. Yo, Falco, danke für die 45er-Streak, vielen Dank. Ah. Esteban. Ich find's gut, wir haben irgendeinen random Begriff gesagt und der war richtig. Ja, natürlich war der richtig. Wir haben im Übrigen jetzt auch so Subcount für 12 Stunden Stream, dachte ich, führen wir einfach mal ein, weil das finde ich cool. Und dann subben vielleicht mehr Leute. Oh, stimmt, das ist noch ein Counter. Auf 100. Oh, that's pretty good. 100. Also 100. Ja. Aber ich glaube, ich habe ihn mal nur für März eingestellt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den nicht einfach für unendlich mache und dann, ich weiß es nicht, aber eigentlich, das ergibt keinen Sinn, wenn man den nicht nur für einen Monat, sag ich mal. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist vielleicht gerade gar nicht so gut. Das schaffst du, ich glaube an dich. Stell dich einfach nicht an. Du bist natürlich, du bist ja kein Käfer. In welcher Dimension ist Klingplim ein Käfer? In Blaze Black. Nee. Echt nicht? Nee! Das wäre mir jetzt sehr neu, muss ich gestehen. Ich finde, das Ding sieht doch aus wie ein Käfer. Ah, oh, das sieht gerade nicht gut aus. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich den hier fange, den Burschen. Ich habe keine weiteren Bälle kaufen können. Warte mal auf dich, bevor ich irgendwas mache. Wenn du den nicht kriegst, kann ich mir mal flüchten, weil das ist gerade sehr... Ja, also der macht mir auch langsam viel Damage. Ich habe ihn. Also ich würde hier jetzt auch meinen Starter wechseln. Boah, mein Mega-Barnett hat aber auch jetzt schon wieder so viele Erfahrungspunkte. Der ist schon wieder Level 11. Heieiei. Ich hätte ihn so gehen. Das wäre perfekt. Wie nennt man einen Wie nennt man einen Mann, der Geld aus dem Fenster wirft? Oh, was mache ich hier? Ich? Weiß ich nicht. Fang es! Ich kann halt schlecht wechseln und mein... Fang es! Oh mein Gott. Das ist so eine scheiß Idee. Weil sonst haben wir eh wieder zu wenig Encounter und gehen zu früh drauf. Jetzt muss ich wechseln, ansonsten nimmst du tot. Der will mich ganz sicher nicht moonshotten mit Loot. Der bin mir ganz sicher. Naja, ich bin mir nicht mal sicher, ob der 50... Ja, wobei doch 50 macht. Der hat Loot, das habe ich gesehen. Ja, schau, easy. Free. Wer möchte Lichtel plus Serpifeu werden? Hoffentlich hat dein Lichtel auch noch Feuerfänger. Das wäre strong. Das wäre richtig gut gerade. Das wäre genau, was ich brauche, ehrlich gesagt. Für Content, ja, wenn es vorbei ist, es gibt kein Content mehr. Ja, eben, hä? Freunde, wir gehen hier nicht mehr drauf. Wenn wir drauf gehen, ist das Ding hier zu Ende. Ich tue mir wirklich den Anfang nicht mehr an. So schmarrn. Nee, da bin ich auch jetzt raus. Jetzt reicht's langsam. Jetzt reicht es langsam. Warum geht Clayman nicht? Weil Clayman halt aus ist und wir mit jemand anderen zusammenspielen. Und dann nur jedes zweite Pokémon da ist. Und dann schleudern Leute, die nicht aufpassen, ihre Punkte raus. Und dann müssen die immer wieder zurückgegeben werden. Und es gibt also ehrlich gesagt, Variante. Ich würde dann einfach sagen, dass sie selber schuld sind, wenn die dafür ihre Punkte wasten. Ja, aber ich kann es ja auch einfach auslassen. Und dann können sie es gar nicht erst machen. Dann können sie gar nicht erst dumm sein. Das ist der Step weiter.
Sie nicht bestrafen, ihnen gar nicht erst die Möglichkeit geben, dumm zu sein. Bumm. Aber du könntest sie dann auslachen, das wäre schon witzig. Ja, ist beim ersten Mal witzig und dann, wenn es so oft passiert, denke ich mir nur noch, ach, Freunde. Ja, ist ja nicht so, als würden wir das hier zum ersten Mal machen. Sushman. Ja, S-U-S-H-M-A-N. If you are, never gonna let you down. Minus Inne plus Dev. Naja. Könnte besser sein. Ist bis jetzt mit das beste Starter-Pärchen. Hm. Also ja. Das weiß ich. Also Giratina war schon ziemlich strong. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer mit Giratina, wen ich bei Giratina hatte. Hatte ich Sandama? Du hattest Alola Knogger. Ah ja, stimmt. Ja, und du hattest den Kampfknochen, da war was. Da war was. Und ich hab den Kampfknochen, so genau. Moin. Okay. Kriegen wir hin. Ich behalte mal Komprimator, das könnte mir vielleicht das Leben retten irgendwann. Das ist richtig. Lichtel hat Feuerfänger, ja. Neutrales Nature. Nice. Ja, ist doch sehr gut. Ja. Ich meine etwas. Das ist genau, was Wurzel ich brauche, ehrlich gesagt. Haben wir jetzt auch schon mal mit einem Fossil ausgerüstet. Oh Gott sei Dank. Guck mal, da ist dein Albtraum. Wer war da? Hut. Altarin. Hut, echt Albtraum gewesen, ja. Der hat einfach Widerhall eingesetzt. Und ich glaube, das habe ich in dem Moment gar nicht bedacht. Warum hat der schon Flügelschlag, der Arsch? Ich glaube, das Hut war sogar Specs bei meinem Gegner, weil das hat wirklich so exorbitant hohen Damage gemacht. Oder ein Seidenschal. Irgendwie sowas hatte der, glaube ich. Das kann alles sein. Andere. Weiß er halt auch nie, ne? Das kann halt random sein. Ja, 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 eben, alle Items. Eben, das war ja auch der stärkste Mon, glaube ich, also. So ist es nett. Alola Knogger ohne seinen Knochen aber nicht so hat gut, das stimmt. Hat es ein Serious Nature? Oh, was ein Banger, Jokus, den hat sich ja noch nie jemand bei dir gebracht. Nee, noch nie. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Wobei, ich muss zugeben, jedes Mal, wenn ich das bei dir sehe, denke ich mir auch, serious. Aber ich schreib's halt nicht aus. Ich weiß halt auch nicht, warum, weil das Nature kommt gefühlt so häufig. Ja, ist halt neutral, ne? Na, hallo, Kräne, ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, aber ist ja trotzdem nur eins der fünf neutralen Natures. Naja, das ist richtig, das ist richtig. Da sage ich auch nichts gegen. Oh mein Lass Gott, Lass mich Freunde. Hier raus! Ich habe wieder crazy Nachrichten. Ich hoffe, ihr sitzt. Oh, ich hab's noch gar nicht erwähnt, aber... Sitzt immer noch? Ich habe gestern Sport gemacht. Mir tut immer noch alles weh. Ich habe dieses dumme Sascha Huber 20-Minuten-Workout gemacht. Und das war, um ehrlich zu sein, das erste Mal, dass er mir nicht auf den Sack gegangen ist. Weil eigentlich hasse ich so diese unfassbar positive Art bei Leuten. Ich kann das gar nicht ab, zumindest beim Sport oder so. Aber das war mir dann in dem Moment so egal und ich habe es durchgezogen. Und es hat sich actually gut angefühlt. Nur habe ich jetzt wieder das Gefühl, dass mein Körper einfach kaputt ist. Aber man muss ja, also man soll das ja irgendwie alle 2 Tage machen, aber ich bin ehrlich, ich sehe mich momentan noch nicht, das morgen zu machen. Also von... Ja, man fängt mit 3 Tagen an, dann geht man irgendwie auf 2,5 Tage und dann geht man wieder ja, auf 3 Tage. Ja, nee, also ich will es ja schon machen, aber ich glaube halt, das Problem hatte ich nämlich damals auch immer, aber ich glaube, das ist, ich weiß halt immer nicht, ist das normal, dass man dann so einfach Schmerzen hat? Also es ist halt, also durch die Bewegung... Weil es halt einfach nicht vom Körper gewohnt ist. Dass es weh tut, ist, glaube ich, normal. Aber dann kann ich halt die Übungen auch irgendwie nicht mehr gescheit machen. Das ist so mein Ding. Nicht so, also ich habe nie Schmerzen, wenn ich irgendwie solche neuen Sachen anfange. Ja, ich glaube, wir sind da aber auch von den Körperverhältnissen ein bisschen anders unterwegs. Das wollte ich auch nicht sagen, aber ich wollte sagen, dass ich grundsätzlich sehr sportlich unterwegs bin. Ist eine normale Folge des Gyms. Ja, ich glaube halt auch, dass es normal ist, aber da ist immer mein Problem, mich dann da zu überwältigen, mich selber zu überwältigen, nee, wie sagt man das, mich selber zu, ja, zu motivieren, dann das trotzdem irgendwie durchzuziehen, zu machen, finde ich, das finde ich immer sehr schwer. Die Flugdisk, jetzt kann ich in meinem Genesektion Flug-Pokémon machen. Was ich halt eben überlegt habe, ist, ich vermute nämlich, dass zum Beispiel ein... Ring Fit nicht ganz so anstrengend wäre, dass ich dann morgen Ring Fit mache und dann ich hab quasi am übernächsten Tag dann wieder rübergehe in die Sascha Huber. 2 Mewtwo Need Y. Stark. Das ist ein Zeichen. Okay, Pokémon fangen.
Ja. Bälle kaufen. Hast du Bälle gekauft? Ich habe Bälle gekauft. Ich habe 26 ich nicht. Jetzt ich wieder. Ich gehe zurück. Ah, schlauer Mann. Schwimmen ist gelenkschonend. Ja, aber ich will nicht das Haus verlassen nach Möglichkeit. Cool, oh, nice Kreis. Oh, Tropical Freeze ist so ein geiles Spiel. Was? Tropical Freeze ist so ein geiles Spiel. Ich lieb's. So, wir können suchen. Dann suchen Klauen wir. Fossil, ja, ich bin rein. Start, wir haben jetzt beide ein Fossil. Ja, ist okay. Ist fein, würde ich sagen, ist fein. Ja. Also ich sag mal, mit Technika ist der am Anfang ja tendenziell ganz gut. Ist jetzt nicht der Allergeiste, aber hat ich sag mal... Hat schon eine Unlicht-Attacke? Ja, Biss müsste der... wobei, auf welchem Level ist der? 10. Aber ich dann 10 hat das schon. Sicher Biss. Da bin ich mir recht sicher. Okay, dann bleib ich beim auf Genesect. Aber schwimmen würde ich prinzipiell auch ganz gerne so einmal in der Woche eigentlich. Das wäre ganz okay, nice. Wir haben Mautzi. Ich kann mich überhaupt nicht... Warte, bin ich dran oder du? Du bist dran, ne? Ich bin dran. Mautzi! Ja. Und Nidoran männlich. Dann nennen wir es Raito. R-A-I-T-O. Ich kann mich immer so schwer selber motivieren. Ich glaube, ich brauche da immer so eine Außeneinwirkung, dass ich was mache, habe ich das Gefühl. Ja. Sport zu Hause machen habe ich kein Problem, aber wenn ich dafür rausgehen muss, irgendwo hingehen ja, muss, das ja, finde ich immer so. Das finde ich auch katastrophal. Weil ich mir eh denke, ich habe eh so wenig Zeit im Leben und jetzt auch noch da Viertelstunde rüber irgendwie ins Hallenbad versuchen zu tackern oder so. Ich hätte gar keinen Bock auch drauf, ne? Ist halt ja, das Ding, aber man müsste es eigentlich machen. Aber es okay, ist ja haben, auch nicht wir so. Wir haben Techniker mit Plus Attack. Das finde ich ist echt nice. Gut, dass also ich so für den Anfang. Bin. Schwimmen ist was Tolles mit einem Verein. Ich finde Schwimmen auch prinzipiell echt nice. Also, wenn ich irgendwas Sportartiges machen müsste, dann ja. Genesect und Megabanett sind gelingt, ja. Ich bin ehrlich gesagt, also, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich irgendwann mal wieder schwimmen gehe, dass ich das verlernt habe. Ich war früher richtig gut im Schwimmen, aber ich hätte es jetzt so lange nicht gemacht, dass ich ein bisschen Angst habe, dass wenn ich das mache, dass ich verlernt habe. Das ist bestimmt schon irgendwie 5-6 Jahre her, das letzte Mal schwimmen, ja. Nee, ich glaube, das ist bei mir. Also, so richtig aktiv schwimmen auch, ja, aber... Wenn man mal in so einer Therme ist oder so. Also ich schwimme da jetzt nicht aktiv, aber diese Wasserbewegungen, die kriege ich noch hin, die ich da machen muss. Ja, ich hoffe, Disziplin, ich nicht Motivation. Ich finde, das geht beides Hand in Hand. Also ich finde halt, du kannst schwierig Disziplin aufbringen, wenn du für etwas keine Motivation hast. Oh, EP-Teller aus, ich dazu noch anders. Den habe ich schon aus, Gott sei Dank. Weil ich glaube, sonst wird das ein bisschen schwierig. Ah, ich muss das Nidoran noch einfügen, fällt mir gerade ein. Nidoran. Schlechter Streamer. Reito. Ja, das habe ich von dir gelernt. Ja. Das glaube ich dir sofort. So. Dann haben wir jetzt noch den Burschen da draußen. Puh, tut Gott nicht immer das Kackviech, ne? Den kann ich wirklich auch aber nicht warum mehr haben sehen. Die alle irgendeinen Effekt, wenn ich die angreife? Weiß ich nicht. Ich finde es auch wieder toll, dass ich ein Rivalitäts-Pokémon habe mit Nidoran. Das ist. Da ist auch wieder der heiße Scheiß, den man sehen will. Heuler als TM01, der noch heißere Scheiß. Ja, Heuler, ich war im Urlaub 45 Minuten am Stück schnorcheln. Ich war am nächsten Tag so fertig, das glaube ich. Oh mein Gott. Ja, wir haben noch einen Urlaub. Ist so anstrengend. Wir haben noch einen Urlaub geplant. Dieses Jahr geht's auch noch nach Mallorca für mich. Ich war auch noch nie in Mallorca. Bin ich sehr gespannt. Der deutsche Urlaub Nummer 1, Mallorca. Das ist richtig, aber ich gehe nicht zum Ballermann, das kann ich dir garantieren. Da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Gliebunkel, okay. Denke mal, das kriegen wir hin. Ist tatsächlich von der Landschaft sehr schön. Ja, ich hoffe auch, dass wir so einfach da sind, wo nicht zu viele Menschen sind. Wann gehst du? Ich buche morgen Mallorca. Ja, das Letzte, was wir im Urlaub haben müssen, viele Menschen. Ja, das ist richtig. Ja, kommt drauf an. Also, ja, es also sein, du doch. Du willst feiern, aber halt grundsätzlich, wenn du einfach mal chillen willst. Ja, das ist richtig. Nochmal ran. Wobei ich sage, ein paar Menschen sollten da sein, dass man weiß, wo man hingehen sollte und wohin nicht. So, was Restaurants und sowas angeht. Wobei, wir sind sowieso All-Inclusive-Hotel wahrscheinlich, also ist das irrelevant. Ist ja auch Blödsinn, dann kann man sich auch in Deutschland besorgen. Ja, das check ich auch immer nie.
Das ist für mich mit dem Level Cap echt scheiße. Ich mach mal alle auf 11. Ja, deshalb habe ich mal ganz wenig mit Sonderbonbons gemacht. Also von der Seite. Damit ja nicht diese Overlevel-Gefahr wieder da ist. Weil ich weiß, das Problem hatten wir beim letzten Mal auch. Da das gar nicht mal so gut war. Ah, Ende September erst. Nee, das Ding ist ja, ich habe ja im Dezember ist dann 3 Wochen Asienreise. Wir wollten halt noch irgendwo hin. Also mit den wenigen Urlaubstagen, die noch da waren, damit man, also, ne, damit die nächste Freude auf einen wirklichen Urlaub auch mal irgendwo da ist. Ja. Weil, es gibt so ein paar kleine Sachen, die ganz nice sind. Also meine Freundin hat zum Beispiel morgen Geburtstag und übermorgen gehen wir mit der Family nice essen. Oh, ich freue mich richtig. Ja, da gibt's nämlich Flying Buffet, da wird sich wieder so voll gefressen. Mega geil. Oh mein Gott. Boah, hab ich da Bock drauf. Und danach, ich lieb's, wenn wir da wieder gar nichts gegessen. Ja, muss eigentlich, wirklich muss. Ja, es ist der Wahnsinn. Eigentlich muss am Tag vorher auch weniger gegessen werden und so. Man muss sich ja vorbereiten. Damit da mehr reinpasst. Ja, ja. Also muss natürlich den Bauch aufwärmen, ne? Aber... oder den Magen, nicht den Bauch. Ja, ist schwierig, ne? Schwierig. Italien außerhalb der Saison ist auch geil. Ich war in Florenz und Essen war da einfach günstiger als hier auf dem Dorf. Das klingt auch nice. Ja, ich sag mal, dieses Jahr ist alles ein bisschen knifflig, weil ein paar Urlaubstage sparen wir halt auch. Also ein, zwei wegen Umzug, falls wir die irgendwie bräuchten. Ich hoffe, der Umzug steht jetzt bald irgendwann mal, dass der wirklich stattfindet und so. Aber ja, das hängt nicht so sehr von uns ab. Also, ja, es ist ein kniffliges Jahr. Ich freue mich dann nächstes Jahr, wenn die ganze Kacke mehr oder minder rum ist. Und dann einfach so ein normales Jahr eigentlich ist. Was gibt's nicht mehr? Normales Jahr, ich glaube, das gibt's nicht mehr. Das gibt's wahrscheinlich echt nicht mehr. Okay, ein Blatt und ein Feuerstein hätte ich schon. Mein Sahnehäubchen gibt's ja auch, aber das kaufe ich jetzt mal nicht. Wir sind ein bisschen schockiert davon, dass unsere Wale mit Sandalen ins Wasser gegangen ist. Ja. Gibt besondere Umstände, wo Pokémon vielleicht das doch mal, ich weiß es nicht. Mann, könnt ihr aufhören, alle zu reden? Jetzt habe ich den Adamant Orb aus Versehen verkauft, naja. Nur für deinen Sag mal, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in Dialga ziehen, ich glaube, geht fast gar nicht, weil es von der Stärke vielleicht her. Vielleicht unser Legendary Encounter, ich weiß nicht. Ich glaube, wir kriegen keinen einzigen Legendary Encounter. Oh, ich bin schon in dem Encounter drin. Ich check grad den Shop. Wir haben ja wieder einen Pflanzen. Disc. Tauchbälle. Da ist nicht wirklich geiles Zeug da drin. Und hallo Power Pika, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo. Hallo Power Pika. Okay, dann gucken wir, was ich hier Schönes habe. Mal Spaßfakt, ich war tatsächlich sogar auch noch nie in Italien in meinem ganzen Leben. Also da will ich auch mal hin. Kiesling. Kiesling, okay. Ah, Kiesling, Enton ist ein solides Pärchen, würde ich sagen. Ich habe auch gerade kein Wasser-Pokémon. Bin ganz zufrieden damit. Ich denke mal, Kiesling ist auch ein Mon, das kannst du ganz gut fangen. Ist auch nochmal eine Feuerresistenz, ne? So musst du es sehen. Ja. Ja, dann scheint auch nicht Bruchrüstung, sonst wäre das schon aktiviert worden. Ja! Was auch ganz nice ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Excadrill mit dem ziehst, ist eher unwahrscheinlich. Okay, bei dir, ne? Das wird Gabby. Also G-E-B-B-Y. Die Disc ist nicht für Genesect, du brauchst die Module. Ach, scheiße, du hast recht. Ich denke, ich wechsle das jedes Mal. Amigento. Ist Amigento, ja. Gabby? War Gabby mit A oder mit E? G-E-B-B-Y. Zaubersche, Wahnsinn. Gabby. Gucken wir mal kurz Enton. Ah, wie hieß der nochmal auf Englisch? Richtigkeit. Rock'n'Roller. Wohin geht's bei dir nach Asien? Von den Eltern von meiner Freundin haben wir so eine Kreuzfahrtsreise. Hallo Ari, wie geht's dir? Also nicht komplett gesponsert bekommen, aber ich sag mal die Flüge dahin und die sind teuer genug. Ich würde sagen, das ist im Grunde und die Hälfte von allem. Ja, das ist wahr. Und boah, ich kann dir gar nicht sagen, ich weiß, wir starten in Dubai und den Rest weiß ich nicht. Den Rest weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Da bin ich raus. Perfekt. Hallo Cedi, hallo Rifted Kind, hallo Manager. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Hallo. Und sei natürlich auch mute in die Woche gestartet.
Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich schon wieder das meiste hier erledigt. Ja, welches Level war hier jetzt hier? Alter. Ich weiß gar nicht mehr, war das Level Cap hier 14? Und dann das nächste war, glaube ich, 16. Ja, für den ersten Herrscher, ne? War der Herrscher 14? Kann jemand Ausrufezeichen Cap machen? Oh, ich hab das auch nicht gemacht. So wie ihr das spielt, such einfach mal auf Google Pokémon Randomizer. Ich bin mir sehr sicher, dass du da was finden wirst. Ja, da glaube ich auch. Also oder du kannst legit die Frage in Google eingeben, wie kann ich eine Pokémon Randomizer spielen? Und wenn du jetzt noch auf YouTube machst, findest du wahrscheinlich auch noch ein Tutorial dafür. Dann findest du vermutlich sogar noch ein Tutorial. Du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube fest an dich, dass du es hinbekommen kannst. Okay, das erste Trial ist 12, das heißt mal 20%. Nee, erstes Trial... Ja, nee. Doch, 14. Nee, das erste Trial... Ich glaube, hier sind bei mir jetzt die 20% mit einkalkuliert oder nicht? Bei Trial, also das Grand Trial steht hier nämlich 16 bei mir. Das Grand Trial ist das der Inselherrscher, oder nicht? Es ist nicht einkalkuliert. Ah ja, stimmt. Oh mein Gott, ja, der Typ ist... Ich glaube, der Typ ist nicht mit drin. Jetzt verstehe ich das Problem. Elima ist da nicht mit einkalkuliert. Jetzt. Okay, das heißt, Trial 1 ist 12, das heißt, das ist ein Level 14 dann. Okay, jetzt. Ja, der erste Herrscher. Ja, dann ist es vernünftig, wenn ich einfach alles mit 12 habe, denke ich, gegen Elima. Sollte. Ja, wir haben jetzt nicht mehr so viel danach. Ja, eben. Und ich denke, 12 ist ein okayes Level dafür. Bam. Okay, dann rein da. Stark, Cesarius, stark. Rein da! Weißt du, wir sagen das absichtlich nicht. Nur damit du es jetzt ausschreibst. Hä? Was ist denn das jetzt für eine Logik? Und sagst auch noch selber, dass man es nicht sagen darf. Was oder, darf man nicht sagen? Also darf man schon sagen. Was sind die verbotenen Worte, die er nicht gesagt hat? Ja, werden? Die verbotenen Worte, die man tendenziell immer versucht zu vermeiden und immer drumherum redet. Man kann sie aussprechen, das machen inzwischen so viele und Nintendo und die Leute sind ja auch nicht dumm. Aber ich denke mir immer so, selber schreibst du, du darfst es nicht, aber bei mir juckt doch nicht. Ja, ich sag mal, tendenziell einfach vermeiden ist, glaube ich, eigentlich immer eine gute Sache. Ich denke mir immer, um ganz ehrlich zu sein, wer es nicht hinbekommt, in der heutigen Zeit sich das zu ergoogeln, der hat dann in meinen Augen zu wenig Medienkompetenz, dass ich dem zutraue, dass der sich nicht irgendein Virus oder so eine Scheiße auch noch dabei zieht. Deshalb sage ich sowas absichtlich immer nicht. Weil ich mir immer denke, wenn die Leute wirklich nicht kompetent genug dafür sind, dann haben sie es auch ehrlich gesagt nicht so ganz verdient. Das unterschreibe ich so und unterstreiche es. Weil da denke ich mir halt wirklich, also da hapert es dann schon stark an Medienkompetenz. Hey, ja, guck ich mal. Was für dich. Ich hoffe im Übrigen, das killt jetzt noch, ich bin schneller, ja Gott sei Dank, sonst wäre das jetzt hier noch ein bisschen schwierig geworden. Na, endlich meine Geistattacke. Hallo, hast du noch Nachtnebel? Rivalität ist der größte Bullshit, es ist der Wahnsinn, ich hasse diese Fähigkeit. Aber das verliert er doch, wenn er dich entwickelt, oder nicht? Nee. Nee, nein, tut er nicht. Scheiße. Ach du Scheiße. Rivalität bleibt. Achso, wieder. Perfekt. Aber das ändert sich leider gar nicht. Umklammerung. Boah. Also meine Themes sind aber auch gerade beschissen. Wie war mein Wochenende? Puh, ich würde sagen, eigentlich war es ein sehr nices Wochenende. Ging mal wieder viel zu schnell rum. Aber das ist ja immer so. Yo, boah, Robots. Wobei das wirklich geflogen ist. Gewaltronit habe ich hier gefunden. Ja, super. Warum kommen mir die Pokeköpfe unten so bekannt vor? Weil es Pokémon sind, die du bestimmt schon mal gesehen hast in deinem Leben? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Und ich habe Flora Sky schon mal gezockt, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es durchgespielt habe, aber ich meine, das ist jetzt ein Game aus 2012 oder so. Ich weiß es nicht, ist uralt auf jeden Fall. So wie uralt! Kann 2012. Naja, das ist vor 12 Jahren, also das ist für mich das schon... Das ist näher am letzten Jahrtausend als an uns dran. Naja. Ja, ich meine, also ich finde das schon krass. So, wenn ich bedenke, da war ich 13, das war eine ganz andere Welt für mich. 2012 war ich... So, kannst du suchen, wenn du willst. Und hallo, Luceron, ich hoffe, dir geht's gut, hallo. Ist dein erster Hack gewesen. Ich glaube, mein erster... Oh, noch eine Feuerschwäche. I mean...
Es ist Alola zumindest. Ich wollte gerade sagen, es ist die bessere Dicta-Variante. Das Typing holt ein bisschen was raus. Und actually habe ich auch gar nicht so viel, dadurch, dass mein Serpi Royal E minus Speed ist, dann habe ich nochmal ein bisschen was Speediges vielleicht. Also ist okay. Mit Alola Dicta kann ich arbeiten. Na, ich mit Knilz auf jeden Fall auch. Also da kann ich mich nicht beschweren. Ja, das glaube ich auch. Sporen, halt Sporenwert, was nicht so geil ist, aber. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob du... Bei dir ist jemand dran wieder. Ne, bei mir ist jemand dran, ne? Wer möchte Knilz und Dicta sein? Ich denke auch, dass Alola Dicta actually fein ist. Ich finde das auch gut. Das Typing macht schon einen großen Unterschied. Haben wir jemanden, der Knilz und Alola Dicta sein möchte? Heute schlafen die Leute noch. Ist noch zu früh für die Leute an einem Montag. Mir scheint keiner gerade zu wollen. Kapitz auch ganz nice, der stirbt bei mir immer so schnell, ja, das unterschreibe ich tatsächlich. Also wenn ihn keiner möchte, würde bei mir Cesarius sich anbieten. Dann wie oft wollt ihr heute resetten? Einmal. Also wir haben jetzt ein Reset. Gar kein Mal, nicht einmal! Cesarius. Also quasi das ist schon der Reset, in dem wir sind. So, es ist bei mir Cesarius. C-A-E-S-A-R-I-U-S. Und dann kommen einfach die nächsten bei dir. S-A-R-I-U-S. Mein Chat ist gerade nicht motiviert, die Pokémon hier zu sein. Die wollen mir nicht helfen. Arschlöcher. Echt so. Richtig, richtig egozentrisch. Keine Motivation. Ich glaube, da muss man wieder eine Motivationsschreie machen. Nee. Und dafür habe ich zu wenig Motivation. Scheiße. Das hast du jetzt nicht mit einkalkuliert, ne? So, dann heilen wir den mal mit einem Trank hoch. Chefin ist nervig in letzter Zeit und alle Kollegen krank. Aber wie wir Deutschen zu sagen pflegen, da geht auch was rum gerade. Dann wird's heute bestimmt gut laufen. Richtig gut wird's laufen, ja. Also jetzt gerade bin ich ehrlich mit meinem Team ziemlich zufrieden. Ich find's jetzt auch nicht kacke, aber... Ich bin ehrlich, das letzte Mal, als wir draufgegangen sind, dachte ich mir jetzt auch nicht unbedingt, dass es kacke ausschaut. Minus Spezialangriff plus Speed ist für Kapilz, glaube ich, echt gut. Ist damit das beste Wesen, was wir ziehen konnten. Ich wollte gerade sagen, das ist mir das Beste. Gabby hatte minus Spezialverteidigung, plus Spezialverteidigung minus Defense, das ist sehr schlecht. Aber wir haben plus Zeit. Und hallo Paul, na, wie geht's dir? Nee, wir spielen ohne so eine Typenregel. Gott sei Dank, weil ich glaube, dann wären wir schon echt häufig gewiped hier. Ja, ich meine, 99% haben wir eh nicht denselben Typen, von daher macht das, glaube ich, auch an sich kaum Unterschied. Ja, und ich weiß nicht, ich feiere diese Regel auch einfach nicht, ich weiß nicht, was... Ich verstehe den Mehrwert dahinter nicht so ganz. Bei Dupes finde ich es okay. Also, ich verstehe es, also würden wir jetzt nicht in Alola sein, würde ich sogar einsehen, weil ich glaube, dann sind die Spiele auch meistens tendenziell sehr viel einfacher. Aber so, ja. Hier am Anala Channel Ignite. Echt? Deswegen spammt er überall A. Haben wir wieder was gelernt, ne? Hat jemand einmal eine Wundersaat an der Stein. Ja, also mit Stein bin ich schon mal am Start. Ich habe ein Elixier, cool. Ja, ich könnte aussuchen. Rein da. Yo, Azura Knight, danke für dein Raid. Oh mein Gott, das ist... Also du hast dich gerade sehr immens über dieses Klick gefreut, muss ich sagen. Ja, das ist voll gut. Vielen Dank für dein Raid, wie geht's dir? Was habt ihr schon das gemacht? I mean, es ist kein schlechtes Pärchen. Wobei actually Klingklang durch TMs wieder eigentlich ganz nice sein kann. Ja, eben. Ja, das vergesse ich immer, weil ich wollte halt sagen, der lernt und halt nichts. Steel Type mit geht's. Levitate ist halt auch eigentlich an sich sehr geil. Er hat immer noch kein Levitate. Ha! Fuck off! Wir spielen immer noch nicht Blaze Black, mein guter junger Mann. Deswegen sollte ich keine Romics mehr spielen. Habe ich Arena Trap? Nee, weil du bist das Alola-Dicklet. Das kann gar keine Arena Trap haben. Du hast, ich glaube, Sandforce hattest du. Der spielt echt zu viele Hex. Aber was heißt zu viele Hex? Hex sind auch einfach die besseren Spiele. Muss man einfach festhalten, ne? So ist ja jetzt. Ja, nicht. Wenn du Challenges machen willst, dann gehst du früher oder später von den normalen Pokémon-Games weg. Also im Regelfall, wenn du aktiver die Scheiße machst, dann wirst du irgendwann denken, so eine Pokémon-Nuzlocke. Also wenn ich die nicht gerade auf No-Death spiele. Ja, das ist Pisse. Ja, kann ich mal am Ball bleiben jetzt bitte? Bei uns gab es. Von mir entwickelte Pokémon Challenge und. Warte, was? Von mir eine entwickelte Pokémon Challenge und wir haben die erste Arena durch. Aber warum geht's denn in dieser Challenge?
Worum geht es denn da? Der wollte es einfach nur rausbaiten. Den interessanten Teil einfach ausgelassen. Vielleicht mache ich da auch das Auto-Challenge. Gut aus. Okay, wer möchte Kling und Kame überhaupt sein? Oder Kamau? Wollen wir den ins Team nehmen direkt? Wen würdest du denn raustun wollen? Mimsu oder... Ja, Mimsu wäre am liebsten. Ja, Cypher möchte es sein. Raus, das ist okay. Dann S-U-P-O. Ist es okay für dich? S-U-P-O? S-Y-P-O. Achso, ich habe U verstanden, weil ich dachte schon Suppo. Ich taufe sie die Fire Emblem Challenge, hab ein Google Doc mit den ganzen Regeln. Ach du Scheiße. Ist das so eine, sowas wie die. Wie die. Wie heißt es? Hier diese ein Pokémon Challenge, wie heißt es? Ironmon, wo es auch 1 Milliarde Regeln gibt. Da will ich mich eigentlich auch nochmal dran probieren. Viel Spaß, da sitzt so lange. Ja, das. Die habe ich auch mal versucht, das ist. Das Problem ist, also was mich an Ironmon stört, ich habe auch mal überlegt, ob ich es nochmal machen soll, aber eigentlich ist Ironmon einfach nur, also es halt wirklich, hat halt eigentlich nichts mit Strategie zu tun. Du drehst halt einfach Schlappmaschine. Es gibt zwar strategische Sachen, wie du verändern kannst, aber an sich ist es halt. Ja, genau. Also die strategischen Sachen kommen dann erst wirklich ab, wenn du durch die ersten drei Arenen oder so durch bist. Ja, und das ist das Problem, das ist meistens das, was du dir am längsten gibst. Ja. Ich habe so eins mal geschaut, der hatte irgendwie, bevor er einmal aus dem Labor rauskam, irgendwie 100 Runs. Ja, und ich glaube 100 und ist auch wirklich... Und da hat der nicht beim Speedrun gespielt. Oh, minus Special Attack, auf dem ist auch schon wieder scheiße. Wenn ich Links sie posten darf, kann ich sie hier reinschicken. Gerne doch, hau rein. Ja, ja, in Vintage White, in Sterling Silver und ich kann schon sagen, in Bloody Platin hat die Magnetilo-Reihe ganz normal Levitate. Also die basiert, die sind ja alle drei sehr ähnlich. Düstrahl, das ist schon mal erstmal nicht so schlecht. Ist nicht schlecht. Ist okay. Oh, ich habe ein Aqua-Modul für dich. Perfekt, den nehme ich. Hast du überhaupt den Technoblaster schon drauf? Nö. Na gut, dann. Ich glaube, den lernt man auf Level 1. Das heißt, ich musste mal Attacken erlernen. Ich dachte nämlich auch, dass das eine Level 1-Attacke wäre. Deshalb hat es mich gerade überrascht, dass er es nicht kann. Na, wie geht's dir? Macht gut. Ja, damit kannst du dir mehr EVs gönnen. Okay, dann schon mal. Oh Gott sei Dank nicht mal gelohnt. Ach du Scheiße, das ist ja absolut viele Regeln. Flammenball! Na Hallöchen! Halt's mal offen, das lese ich mir später durch. Da bin ich schon interessiert, wenn jemand neue Challenges aus sich denkt. Flammenball? Das ist verdammt stark. Der Attackenerlerner kommt übrigens erst bei der Liga. Naja, awesome. So als kleine Randinfo für dich. Das hatte ich gerade auch nicht im Kopf, aber stimmt. Und damit hallo, hallo Granma, ich hoffe, dir geht's gut, hello. Das freut mich ja schon wieder sehr. Ja, ist doch, der heiße Scheiß, ich sehe das Problem noch nicht. Ja, ja, halt die Klappe, halt die Schnauze. Vielleicht bin ich ja Technoblast TM. Das wäre actually hilarious. Das wäre ein Giggler wert, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Ein Giggler. Standard Premium Hardcore Trial of the Fools. Also genauso gibt es ja auch bei Ironmon, dass du mehrere Trials hast. Du hast irgendwie Normal, Hard Mode, Kaizo und. Ja, das gibt drei verschiedene Varianten auf jeden Fall. Waren es sogar vier? Nee, ich meine, es waren drei, aber ich bin mir da auch zu unsicher, um da jetzt eine. Hohohoi! Na, guck mal, Ursprungsvogel. Ich sehe, du hast schon mal mit GP. Elektropiekser, Donnerschlag, Knochenharz, Wegtanz, Feuerfeger. Mystischwert, Daunenreigen. Oh, Daunenreigen! Schenkelklopfer! Dann hab ich dich bei Ausbruch! Ja, ich hab ein paar gute Attacken da auch, ja. Also, ich kann mich ja auch nicht beschweren. Intensität ist auch immer nicht so schlecht. Kennt ihr das, wenn man Pokémon-Quiz auswendig lernt? Frag mal Timo, da bist du hier an der falschen Adresse. Ja, das muss Pokémon-Quiz bin ich raus. Oh. Ich wollte eigentlich gar nicht speichern, aber ich glaube mal zwischenzuspeichern ist gar nicht so verkehrt. So! Ach nee. Ach du Scheiße! Was ist denn das schon wieder? Zumindest ist beides Müll. Ich meine, deins könnte potenziell. Eine kurze Frage, wie funktioniert Ninkade eigentlich? Da kommst zwei Pokémon da raus. Oh, ja, aber es bringt mir ja nichts. Ich guess, du müsstest dich für einen von beiden entscheiden. Ja, dann nehme ich ja natürlich Ninja-Turm. Also, ich bin ja nicht blöd. Ich meine, am Ende des Tages will ich mit beiden nicht wirklich spielen, auch wenn Ninja-Turm uns beim letzten Mal gerettet hat. Ich glaube, ich bin wieder dran, ne? Ja, viel Spaß mit deinem Wer will das unfassbar mächtige
Pärchen namens Ninjaturm plus Farbigel nehmen. Weil Farbigel ist halt auch einfach ein Deadslot. Was Ninjaturm, ein Duo, Alter. Zumindest ist Farbigel raus. Ja, das Ninjaturm Ding ist, Ninjaturm ist so halb-halb. Der ist so ein halber Gott und ein halber Waschlappen. Ja, in dem einen hat er dich auf jeden Fall gecarried. Irgendwie hat er es da rausgeschafft. Ja, okay, sehe ich ein. Das ist ein Jerry. Gucken wir mal Jerry an. Oh, ich liebe den. Ja, da hat er mich so aber auch nur Banger. Mehr oder weniger gerettet. Mehr hat er auch nicht gemacht. Das ist so ein Banger-Song. Ich weiß, danke, das bin ich. Das ist meine Stimme. Ja, genau dich meinte ich. Ja, gegen Arbok war Gold wert, aber alles an. Vielleicht wäre es auch einfach besser gewesen, hätte uns Arbok halt an der Stelle auch besiegt. Dann wären wir schneller zum Reset nämlich gekommen. Zum Resetten. Dann wären wir jetzt weiter, so müsste es sehen. Hätte Ninjaturm nämlich noch gestallt. Nee, aber das. Nee, wenn wir jetzt schon aufgehört hätten, dann würde das jetzt implizieren, dass wir jetzt in diesem Run wipen, aber das machen wir ja nicht. Achso, ja, du hast recht, wir würden ja niemals wipen. Letzter Versuch, ist der erste Versuch, das ist ja nicht der letzte. Ist der neues Projekt! Hype! Neues Projekt, wir spielen übrigens eine. Wir haben uns dazu entschlossen, wir fangen einfach mal am Strand hier an. Und Starnet wäre doch mal eine nette. Ninjaturm würde ich so eine Challenge nicht mitnehmen. Well, wir haben nicht oft nicht wirklich eine Wahl. Aber erstmal war Ninjaturm in dem allerersten Mal, den wir gemacht haben, was richtig geilem verlinkt von mir. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war irgendwas richtig gut. Es war Libeldra war es. Ja. Also nicht was richtig geilem, weil es ist nie zu einem Libeldra geworden, aber mit der Proto-Ground-Antwort war ja, verlinkt. Ich wollte gerade sagen, das war der Kasus zum Naxus an der Sache. Und Libeldra mit Evolid, oder Vibrava mit Evolid, war ein ganz guter Primal Giver in Antwort, bis er dann Flammensturm gelernt hat. Bis er sich dann dazu entschieden hat, Flammensturm zu lernen, eine Z-Attacke auch noch zu haben. Es gab ein paar Dinge, wozu sich Proto Groudon entschieden hat und sich dachte, oh, das wäre doch jetzt witzig, oder nicht? Auch ja, und vor allem, dass Ninjaturm hat dann auch ihn richtig gecarried in einem Fight. Wir hätten uns gewalt oder lesen Ninjaturm. Oh mein Gott, das zieht gar nichts ab. Kann der Konter schon? Nee. Der kann im Regelfall von selber eher gar keinen Konter. Aber da würde ich jetzt auch nicht auf diese Aussage vertrauen. Ninja ist halt recht stark. Also Ninja, also da würde ich mir jetzt aus dem Fenster lehnen und da... Ninjask ist stark? Und da oder Ninjaturm? Nee, weil bei Ninjask... Warum hat der eine Top-Genesung? Okay, ja, okay. Ja, man muss ein bisschen Geld flexen, Pokebubber. Ja, der wollte wirklich, glaube ich, dick flexen. Mann, hier ist ein Sticker. Oh, und der gibt einen Beleber, perfekt. Ja, wobei, ich bringe dir mal Giftstachel bei für die 20% Vergiftung. Das sind eigentlich 10, glaube ich, aber beim Gegner sind es immer 90 und bei mir sind es 20. Ich habe zwei Carbon gefunden. Die könnte ich sogar actually dem Pokémon geben für die EVs. Da. HP Plus. Eine Gift ist, jawohl. Jetzt brauchen wir nur noch Multi-Angriff. Tempo ist besonders für eine Nuzlocke, recht starke Fähigkeit. Ja, aber das hilft dir nicht, wenn das Pokémon nichts aushält. Ninja ist ja aus Papier. Das ist absolut richtig. Also Ninjaturm ist schon nice. Typing-technisch ist es... Ja, aber also wenn Ninjaturm halt... Also ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass es halt nicht nur sehr effektive Attacken gibt, sondern es gibt auch Attacken wie Konfu-Strahl, die ein bisschen sehr nervig werden könnten für den. Die Budoke haben auch Items. Oh, da müssen wir mal gucken. Das wusste ich nicht. Gucken wir doch gleich mal Budoke an. Wo chillen die? Oder Hagel und Sandsturm. Ja, da musst du ein Pokémon mit einer Hagelfähigkeit kommen, dann ist vorbei. Oh, das wäre ja, so das geil. Das Budoke hat doch kein Item, hä? In dem Haus. In einem Haus. Ich gehe doch in keine Häuser rein. Schon, da ist sogar ein Sticker drin. Ich sehe schon, du bist jetzt voll. Ja, wow, aber nur das eine. Ich glaube, das ist nicht gerandomized, wenn die. Ja, ich glaube auch nicht. Sagt. So dringend brauchen wir Sticker jetzt auch nicht. Also die 20 Sticker kriegen wir schon zusammen. Upgrades, Jungs! Upgrades, people! Upgrades! Ninjaturm ist richtig geil, wenn man weiß, wie man es einsetzen muss. Es ist halt meist ein guter Safe-Switch und dadurch kann man auch oft gut wieder woanders reinwechseln. Ja, vor allem wenn du Dokumente hast, ist es ja, super. Ja, mit Dokumenten auf jeden Fall. Oh, Sinelbeeren for free? Aber wenn du jetzt so casual spielst... Oh, stark. Pinselnied gibt's ja auch noch.
Schütze. Offensivwest und ein Mondstein. Oh mein Gott, das Nido King und Giftschleim. Jawohl, jetzt gehen wir aber ja hallo in die Pötte. Das hat aber. Das schmeckt. Sonic Soundtrack, ich bin gerade in einem Soundtrack von Grand Puel 3. Ich weiß nicht genau, woher das dann kommt. Ich bin mal ein bisschen zurück in dem. Ich muss mal ein bisschen wieder was verkaufen. Ja, Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog war es das. Hast du richtig geraten? Boah, ich habe sogar das Ultra-Mulch gefunden. Heilige Kacke, bin ich krank. Das da, Ultra. Also, das ist echt Ultra. So, da hätten wir allen Sinelbeeren geben. So, du kriegst eine Offensivweste. Du kriegst eine Offensivweste. Du kriegst eine Offensivweste. Mal essen, guten Hunger und danke nochmal für deinen Raid. Ach nein, das Rot haben wir wieder Stress. Giftschleim. Und beim Rest gucken wir mal. Kann man vielleicht den Sandwirbel brauchen. Ja, also Schützer muss ich mir hier auf jeden Fall merken, genauso wie Stromisierer. Oh mein Gott! Ich muss diesen Roto-Boost noch machen. Imagine, das wäre eine Counter! Wäre nett gewesen, ja. Sag ich nicht nein. Oh. Damit könntest du Nidoking für den ersten Herrscher haben. Ja, aber ist halt die Frage, ob man nicht wartet, bis man eine vernünftige oder eine einigermaßen vernünftige. Ich meine, du musst hier eh auf ATMs verlassen, du kommst eh nicht mit. Ja. Von daher, eigentlich wäre das schon mal auf jeden Fall eine Possibility. Also mit wem ist Nidoran eigentlich gelinkt? Welcher Name war das? Das ist. Raito. Mauzi. Ah, okay, dann weiß ich eh nicht, wie lange der drin bleibt. Dann können wir ihn wirklich entwickeln. Also jetzt gerade macht er einen guten Job, muss ich sagen. 16 ist ja unsere Level Cap dann wirklich, ne? Oder nee, war es nicht 14? Ja, eben. Dann, 14. Dann kann ich den ja eben doch nicht für den Herrscher haben, weil bei mir wurde geschrieben, ich könnte den für den Herrscher haben. Mann, älter Person direkt bannen. Einfach weg mit der. Falsche Information wird hier wieder verbreitet. Nicht 16? Nö, anscheinend nicht. 14. Ich glaube, wir denken immer, es wäre 16, aber dann ist es das doch nicht. Das ist nämlich El Problematico, glaube ich, immer. Das ist so. Habitag. Ismauze macht mit Tiefschlag und Kratzer gerade irgendwie alles tot. Find ja, dann, ich meine, wenn du Techniker hast, dann verstehe ich das. Gut. Das ist ja dann actually für den Punkt im Spiel relativ strong. Leute, als ob da sogar Alola Radfratz ist. Stark. Stark! Das ist stark. Okay, TM, komm, gönn mal was schön. Oh. Ja, ich dachte, da liegt was TM, oh, ist das ein Command für die Level Caps? Haben wir. Kaskade! Schlafpuder. Ja. Und Kaskade kann nur Rock'n'Roller lernen, aber das ist okay. Nicht. Interesting, Alola Dicta kann jetzt bei mir Schlafpuder. Den Rest spiele ich mit AV, da lohnt sich's nicht. Wobei, auf Nidoran lohnt sich's noch. Ah, Nidoran mit Schlafpuder, auch interesting. Soldwest ist echt strong. Ja, bin auch sehr happy mit dem Item, kann ich dir sagen. Das jetzt zum ersten Mal nein. Sehen. Meine Gesteinsdisk. Oh, nee. Yay. Jetzt. Man muss sich auch mal. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich wollte gerade was Positives dazu sagen. Ich glaube, manchmal muss man einfach die Dinge so akzeptieren, Zoe, wie sie sind. Nämlich Scheiße. Dass sie Scheiße sind. Ja. Weil dann appreciated man auch die positiveren Dinge wieder mehr. So muss man es nämlich sehen. Okay, Reitelevel 14. So. Kratzfurie mit Technik. Aber Kratzfurie hat nur 80 Base, aber ich habe eben Mogelhieb. Oh wow, wegen der Käferdisch hier gelaufen, das hat sich gar nicht gelohnt. So, was ist das? Oh, Ninjask! Wir haben ihn heraufbeschworen. Ja, jetzt zerstört er dich. Die Rache von ja, ich, fast. Fast. Ich habe ihn gewonshottet. Oh nein, das legendäre Corazon. So. Was mach ich dagegen? Dann heilen wir mal schnell alles hoch. Oh mein Gott! Mein Antikraft-Boost. Okay, nur dich. Cool. Okay. So. Dann brauchen wir jetzt nur alles auf 14.
Brauchen wir eine Wette für den Dingskampf? Also das ist immer noch ein Herrscher. Dann machen wir eine Wette. Könnt von mir aus schon mal eine Wette... Wobei, wie weit bist du, ist die Frage, ja. Ich bin jetzt da, also ich muss... Okay, dann könnten wir ein Veturino machen. Für das Herrscher-Battleschirn. Ja, ihr habt so eine Zeit, Wette ist draußen. Wette habe ich eröffnet. Nee, da kann kein Rayquaza kommen, weil wir selbe Base-Stats machen. Das bedeutet, da kann nur was kommen, was circa dieselben Base-Stats hat wie mein Guspector. Das Traurige ist, trotzdem kriegen wir die ganze Zeit aufs Maul. Wobei, ich weiß immer nie, ob das jetzt unbedingt auch schwerer oder einfacher als eine normale Randomizer ist. Ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Also... Ich glaube, ja. Es muss halt auch nicht genau dieselbe Base-Set sein. Es ist ungefähr. Manchmal können die halt ein bisschen höher gehen. Und dann kann da so Zeug rauskommen, was... Und dann können da Dinge passieren, die wir nicht mögen. Dann haben die natürlich auch noch alte... Mann, ich bin die Pokepause gegangen. Gehen ist Hack, ich will nicht streicheln. Hater.